Hallo und herzlich willkommen zu City Skylines. Wir werden hier eine kleine Runde spielen. Das wird jetzt stattdessen von Planet Base kommen. Ich habe es jetzt schon mal in einem Stream so währenddessen gespielt gehabt und ja, war durchaus interessant. So, wir gucken mal. Was können wir denn spielen? Ne, hier unten möchte ich ganz gerne was spielen. Ach ja, ich habe es natürlich auch mit sämtlichen Add-ons hier im Steam Sale gekauft. Im Steam Summer Sale. Das sieht eigentlich ganz nett aus, oder? Das noch viel mehr. Das ist eigentlich auch okay. Ich glaube, wir nehmen das. Wir machen diesen Linienverkehr an. Ich habe noch keine Ahnung, was genau das eigentlich macht. Ich drücke einfach nur auf an. So, und dann starten wir mal. Na, zum Glück dauert das nicht lange. Okay, Bäume sind noch da, das ist sehr schön, denn mit Dxtery hatte ich irgendwie hier ein großes Problem. Da sind die ganzen Bäume verschwunden gewesen. Und dann konnte ich damit nicht aufnehmen. So, wir checken das mal schnell ab. Geht bis dahin, da hinten kommen wir dann langsam rüber. Okay, gut. So, Punkt Nummer 1, wir pausieren. Das ist schon mal super wichtig. Jetzt müssen wir also Straßen bauen. Dann hauen wir hier erstmal eine kleine Straße hin. Zack. So. Wir verbinden das jetzt erstmal so. Also, ne? Ist ja eine kleine Stadt. Da müssen wir es nicht gleich mal schon am Anfang übertreiben. Wir müssen die Kosten ein bisschen überschaubar halten. Dann. Lass mich mal nachdenken. Dann hauen wir doch dort auch direkt dann schon mal. Bam. Ist vielleicht jetzt nicht so sonderlich geil, aber was willst du machen, ne? Irgendwo muss das Zeug hin. Dann haben wir damit jetzt schon mal das Stromproblem geklärt. Und jetzt brauchen wir natürlich noch Wasser. Das Wasser kommt von hier geflossen, dann bauen wir das mal hier hin. Na. Zack. So, und dann die Kacke. Die machen wir hier ganz an die Spitze. So. Dann ist dieses Problem schon mal mehr oder minder gelöst als nächstes. Müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir hier alles schön mit Strom versorgen. Ist das schon mal erledigt und hier führen wir einfach mal hier direkt am Strand oder Wasser oder so. Zack. Sehr gut. Haben wir hier schon mal keine wichtige Baufläche verschwendet. So, als nächstes. Achso, wir sollten jetzt vielleicht Straßen bauen für einen Wohnbezirk. Das ist irgendwie alles blöd, oder? Moment, wir müssen das nochmal abreißen. Ich glaube, das ist eine doofe Idee gewesen. Nee, einfach mal nur gerade. Und dann hauen wir nämlich hier zu das Wohngebiet hin. What the fuck? So. Genau, jetzt geht das auch. Alles schön. So gefällt mir das. Also ein Wohngebiet hätten wir ganz gerne. Sieht doch ganz gut aus. Dann machen wir jetzt Folgendes. Genau. Schön. No. Nein. Ich bin mal echt gespannt, wie das laufen wird. Ich hatte das ja, wie gesagt, schon mal im Stream gespielt. Und, oh Gott, der Verkehr. Ich fand das unglaublich problematisch, den vernünftig zu regeln. Das ist hier echt kompliziert. Also diese Straße hier zum Beispiel dann wieder wegzureißen, das kann was werden, ey. Und wir müssen das dann später natürlich durch irgendwas Größeres ersetzen. Nun ja, wir werden mal gucken, wie das laufen wird. So, jetzt haben wir das erledigt. Können wir eigentlich größere... Oh, wir hätten schon größere bauen können. Ich bin ein Horst. Ach, wir hätten noch größere... Ja. Na, uns ist schon der erste Fail passiert. Na gut, ignorieren wir das jetzt erstmal.
Nein, ich möchte das hier bauen. So. Das sieht gut aus. Und hier noch einmal. Na? Wir müssen natürlich gucken, dass wir das Zeug irgendwie nicht so lang machen, denn das kostet alles am Ende Wartung. So, das ist schön. Jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass das auch angeschlossen ist. Zack. Plop. Thema erledigt. Das ist schon mal angeschlossen. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch einen Abfluss. So, das passt. Dann können wir jetzt wieder anmachen und lassen die ersten Leute hier mal rein. Ich denke, das sollte jetzt für den Anfang erstmal genügen. Dann gucken wir mal. Was brauchen wir denn noch? Ach ja, Strom. Strom wäre natürlich super. Daher machen wir hier mal so ein Ding hin. So. Nächster Check. Dann hier natürlich auch. Hier auch. Und dann reicht das, glaube ich, erstmal. So, was dann natürlich super wichtig ist, werden dann irgendwann diese Industrie, nicht Industriegebiete, sondern die nicht besiedelten die Gewerbegebiete sein. Machen wir hier mal was hin. Na komm. Genau, so ist es perfekt. So. Läuft doch. Ich finde das irgendwie richtig geil. Vor allem jetzt irgendwie im Sommer mal so ein Winterland zu spielen, das kommt echt gut. Das kommt wirklich gut. Und dann schauen wir mal. Bin gespannt, wie viele Folgen hier bei dem drin sind. Ich glaube, da ist so einiges drin. Das sind bestimmt auch nochmal so 50 Folgen und so drin. Und ich werde ziemlich sicher, mit ziemlicher Sicherheit natürlich auch wieder Fehler machen. Da könnt ihr was wetten. So, wir schalten auf zweifache Geschwindigkeit. Dann gucken wir langsam. Dann gucken wir zu, wie sich das hier langsam mal vergrößert. Die Bedford Residence, okay. Will ich alles nicht lesen. Kenne ich schon. Naja, kriegen wir doch langsam Einwohner und ab 440 können wir auch einen Kredit aufnehmen. Nicht, dass ich das jetzt im Moment vorhätte, denn ich halte das für eine ziemlich blöde Idee, weil wir ja im Moment null Einnahmen haben, mehr oder minder. Und oh, guck mal, jetzt brauchen wir Gewerbegebiete. Gut, dass wir hier schon was gebaut haben. Bäm. Gewerbegebiet. Thema erledigt. Achso, nicht Thema erledigt. Wir müssen jetzt natürlich noch gucken, dass wir das mit Wasser versorgen können. Ich hoffe, dass das reicht. Das reicht. Sehr schön. So, das ist natürlich super wichtig, damit wir Steuereinnahmen generieren können, unsere Bevölkerung auch irgendwo einen Job hat, wo die arbeiten können. Wie läuft's denn hier? Ja. Wird ja langsam außer Betrieb, wieso? Acht verfügbare Arbeitsstellen. Wir haben ja jede Menge verfügbare Arbeitsstellen, aber irgendwie keine Leute, die hier arbeiten wollen. Doch jetzt. Na, das wird hoffentlich noch. Ich glaube, wir sollten mal dafür sorgen, dass wir das hier noch ein bisschen ausweiten. Da reißen wir jetzt erstmal das Ding hier ab. Können wir nämlich hier auch noch was reinbauen und da. Und da. Ja, ja, jetzt entspannt euch. Hier wird gleich was hingebaut und dann habt ihr wieder Strom. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ansonsten wäre das ziemlich schlecht. Nicht, dass die uns jetzt hier wieder wegziehen. Da kommt schon, baut hier.
Achso, wir brauchen auch noch Industrie. Das ist, ja. Also hier holen wir unser Frischwasser, ne? Von daher wäre Industrie hier unten irgendwie hinzustellen ziemlich blöd. Wir bauen erstmal hier so weiter. Zack. Dann geht das hier runter in so ein Mini-Industriegebiet. Wie nicht genügend Geld. Schlecht. So, das ist ein Mini-Industriegebiet. Jetzt müssen wir natürlich nur noch gucken, dass wir irgendwie auch noch das Wasser dahin verlegt bekommen. Ich sehe Probleme. Wir haben nämlich nicht genügend Geld. Gut, dann müssen wir warten. Da müssen wir ein kleines bisschen warten. Aber hier wird ja fleißig gebaut. Wir bekommen neue Bevölkerung hinzu. Und es wäre schön, wenn natürlich hier... Na, wir müssen erstmal hier reingehen, doch ins Budget. Also man kann hier einstellen, was man ihm zuteilen möchte. Und... Zack, wir machen das jetzt einfach mal niedrig. Denn im Moment... Ändert das gar nichts am Geld, das wir dafür ausgeben? Das ändert tatsächlich nichts am Geld, was wir ausgeben. Dann ist ja auch schon scheißegal. Dann können wir das auch auf 100 stehen lassen. Ich dachte immer, das hat was irgendwie mit dem Geld zu tun, dass die Zuteilung dann dadurch natürlich weniger wird. Aber das scheint irgendwie nicht so der Fall zu sein, oder? Hm. Wie sieht's denn im Moment aus? Ja, wir geben halt dafür echt viel aus, ne? Und unsere Einnahmen sind jetzt nicht so der Wahnsinn. Ich hatte gedacht, dass frisches Wasser zu den... Was? Dass frisches Wasser zu den grundlegenden Dingen gehört, aber nein. Wie lange müssen wir noch warten, bis die Wasserrohre wieder funktionieren? Was? Was ist los? Achso, die beschweren sich hier unten, oder was? Oder nee, die da unten. Oh, 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 oh. Wir sind aufgestiegen zu einem kleinen Weiler. Erreichen sie eine Bevölkerung von 440. Wir können jetzt Steuern und Darlehen festlegen. Wir können eine Mülldeponie bauen. Wir kriegen das Gesundheitswesen und Bildung. Das heißt, wir können eine Arztpraxis bauen, eine Mülldeponie, eine Schneedeponie und eine Grundschule. Okay. Werden wir jetzt erstmal nichts machen, weil wir erstmal sparen müssen. Wir brauchen Geld, dringend. Und dringend möglichst viel davon. So. Hoffen wir, dass hier wieder neue Leute einziehen. Ja. Passiert. Neue Leute bedeuten einfach mal höhere Steuereinnahmen. Oder, naja, höhere nicht, aber mehr Steuereinnahmen. Und das ist eigentlich genau das, was wir aktuell brauchen. Tja, viel tut sich jetzt im Moment nicht. Müssen wir noch einen kleinen Moment warten und hoffen, dass es vorangeht. Ich brauche auch doch da. Wir haben ja Geld bekommen durch den Aufstieg. Mann, bin ich ein Horst. Das hätte ich vorhin auch sehen können. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir verlegen hier jetzt parallel. Ich sagte parallel. Ach, scheiß drauf. Dann mehrere mit der parallel. Hier mal Wasser. So, jetzt haben wir das Wasserproblem gelöst. Und die haben hier scheinbar ein großes Stromproblem. Das gefällt mir gar nicht. Das heißt, wir bömpeln uns da ran. Jetzt sollte auch hier Strom fließen. Hoffe ich. Dann können wir nämlich fett Steuereinnahmen generieren. Ja, super. Strom fließt. Brennt das da? Nee. Okay. Jetzt dachte ich fast, das brennt schon. Das wäre überaus unschön gewesen. So, und ich finde, eine der wichtigsten Sachen, die man irgendwie haben kann in seiner Stadt, ist natürlich eine Schule. Darum kümmern wir uns gleich mal. Und bauen wir hier so eine kleine, nette Schule hin. Oder so. Oder da. Ach, wir bauen die einfach jetzt... Da passt die nicht rein, ne? Da passt die nicht zwischen. Nee. Schade. Dann bauen wir die hier an die Hauptstraße. Bildung ist super. Bildung sorgt nämlich am Ende auch dafür, dass wir erstens mal gebildete Arbeiter haben. Und zweitens... Zumindest in der Realität sorgt Bildung dafür, dass weniger Kriminalität herrscht. Oder zumindest, nein, das kann man so jetzt auch nicht sagen. Also es kann, man kann es so sagen, ja. Aber man sagt eher tendenziell, dass normale Straftaten, was heißt normale Straftaten?
Gewaltstraftaten sinken dadurch hier. Es gibt natürlich auch Wirtschaftsstraftaten. So. Ich denke, das läuft. Dann gucken wir mal. Versorgung hier mit Wasser ist weiterhin gut. Würde ich hier sogar noch eine kleine Straße hinbauen. Dann haben wir doch ein richtig schickes Wohngebiet hier gebaut, oder? So, die Nachfrage besteht weiterhin. Lassen wir die mal machen. Es sprudelt uns auch mittlerweile Geld hier rein. Das ist super. Was brauchen wir denn als nächstes? Wir könnten hier noch so eine kleine Parallelstraße machen. Na? Das wird uns aber, glaube ich, alles noch auf den Kopf fallen, weil ich jetzt einfach hier so kleine Straßen verwendet habe. Das war etwas blöd. So, damit erledigt. Dann hauen wir hier jetzt noch Industrie rein. Und wir könnten diesen Felsen doch hier bestimmt wegmachen. Was ist das? Wir reißen es einfach ab. So. Ich glaube, das reicht für den Moment. Und dann sollten wir langsam jetzt hier in Gang kommen. Gewerbegebiete brauchen wir aktuell nicht. Das sieht alles gut aus. Läuft. Wie sieht es denn mit der Schule aus? Wir haben aktuell 161 Schüler. Wow. Die werden alle später mal Jobs brauchen. So, hier läuft eigentlich auch alles ganz schick. Wir stehen wieder ein bisschen schneller. Und nach wird ein neues Haus aus dem Boden gestampft. Damit das mal nicht schön ist. Wir könnten das eventuell abreißen, wenn wir jetzt hier auch noch eine kleine Querstraße hinmachen. Das werden wir gleich mal versuchen. War zu vermuten. Zack, zack und jetzt sollten wir noch eine hier hinhauen. Gut. Ich hoffe, dass das jetzt reicht, so mit Stromanschluss und so. Ansonsten machen wir den weg und hauen den dann hier irgendwie hin oder so. Kein Plan. Bitte reiche. Nee, ist nirgends angeschlossen. Das ist schlecht. So. Jetzt sollte es aber doch passen, ne? Ja. Also das ist ein bisschen blöd gemacht. Man hätte meiner Meinung nach dafür sorgen müssen, dass es auch unterirdische Strom... Kabel im Endeffekt gibt. Solche großen Strommasten, die machen, verwendet man doch in Städten überhaupt nicht mehr. So, ich hätte nie gedacht, dass man den grundlegenden Dingen blablabla. So. Ein würdiges Dorf. Erreichen Sie eine Bevölkerung von 850 Leuten. Super. Wir können jetzt neue Gebiete hinzukaufen in einer Größe von 2 auf 2 Kilometer, auf gut Deutsch 4 Quadratkilometer. Neue Features. Stadtviertel, Richtlinien, zweites Darlehen, Spezialisierungen für Viertel. Richtlinien für Dienstleistungen. Es gibt die Feuerwehr, die Polizei sowie einzigartige Gebäude, Spezialisierung Forstwirtschaft und Spezialisierung Landwirtschaft. Frag mich nicht, was man damit macht. Aha. Nee, will ich nicht. Neue Richtlinien Stromverbrauch. Stromsparen ist wichtig und der beste Weg dazu in Gebäuden... ist in Gebäuden Stromzähler zu installieren. Verringert Stromverbrauch moderat und Unterhalt von 5 Cent pro Gebäude. Wasserverbrauch, wahrscheinlich der gleiche Spaß, yep. Verteilung von Rauchmeldern. Machen Sie das Leben Ihrer Bürger sicherer und erleichtern Sie der Feuerwehr Ihre Arbeit, indem Sie in Gebäuden Rauchmelder installieren. Schlechte Kochkünste wird nicht länger zu Hausbränden führen. Zumindest nicht ganz so oft. Verringert die Feuergefahr erheblich und... Unterhalt von 15. Ja, ich glaube, das lohnt sich, oder? Hier, wir können auch eine Feuerwache bauen und eine Polizeiwache. Ich würde jetzt gerade mal sagen, dass wir uns das mit den Richtlinien mal durchgucken. Genau, diese Richtlinie wird jetzt aktiviert. Dann kostet uns das zwar ein bisschen was, aber
Ich denke, das passt. Sollte am Ende definitiv was bringen. So, wie sieht's denn aus? Wir brauchen nur noch minimal Wohngebiete. Und dann gucken wir mal, was hier geht. Aber da sind doch noch genügend Brachen. Also hier könnte wunderbar noch gebaut werden. Ich glaube nicht, dass wir jetzt wirklich Wohngebiete brauchen. Wir müssen einfach nur ein bisschen abwarten. Und dann steigt wieder alles von selbst. Ja, und ich würde sagen, das war's dann jetzt auch für die erste Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Ciao.